Drei Unternehmen aus Dortmund, Schwerte und Lünen, zählen zu den 100 besten Arbeitgebern im Mittelstand. Die Lüner Itemis AG hat dabei den ersten Preis abgesahnt. Das Softwareunternehmen erhält in diesen Minuten in Duisburg die Auszeichnung aus der Hand von Ex-Wirtschaftsminister Wolfgang Clement. Die Jury des Wettbewerbs Topjob lobt besonders die Mitarbeiterentwicklung. Bei Itemis arbeitet man 4 Tage und am 5. hat man frei, zum Beispiel um sowas zu tun. Psst. Nicht stören. Dieser Mann steckt tief in der Arbeit, auch wenn es nicht danach aussieht. Juan Flores schreibt gerade an einem Buch während der Arbeitszeit. Und sein Arbeitgeber hat nichts dagegen, dass der Informatiker es sich dabei zu Hause so richtig gemütlich macht. Man muss sich nicht Freiräume erkämpfen, man muss einfach nur darüber reden und das funktioniert einfach. 4 Tage arbeiten, 1 Tag Weiterbildung, das ist das Prinzip der Firma Itemis. Ich habe in anderen Firmen oft das Gefühl gehabt, dass man letztendlich eine Nummer ist, eine Ressource, eine sogenannte Human Resource ist, die hin und her geschoben wird. Und dieses Gefühl habe ich in den letzten 2 Jahren, seitdem ich bei Itemis beschäftigt bin, nicht eine Sekunde gehabt. Im Schatten des Kolani-Eis geht es bei Itemis in Lünen auch sonst anders zu als in herkömmlichen Firmen. Nicht nur in der Mittagspause ist der Betriebskicker ein beliebter Treffpunkt der Mitarbeiter. Geschäftsführer Wolfgang Neuhaus macht das alles nicht aus Gutmütigkeit. Er hat gute Gründe. In der IT-Branche sind qualifizierte Mitarbeiter schwer zu bekommen. Die Weiterbildung während der Arbeitszeit zahlt sich für ihn aus. Das heißt, die Betrachtung, die man dort hat, ist eine ganz andere, wenn man das als Vermögensaufbau betrachtet, anstelle von Kosten, die entstehen für Weiterbildung. Und das ist sicherlich etwas, was sehr unterschiedlich ist zu vielen, ich sag mal, anderen, die in Managementverantwortung stehen, die das doch eher als Kostenfaktor sehen. Mitarbeiterentwicklung nicht als Kostenfaktor, sondern langfristig als Gewinn. Dieses Prinzip hat die Top-Job-Jury ausgezeichnet. Itemis wurde erst vor 6 Jahren gegründet und hat mittlerweile 120 Mitarbeiter. In Lünen und 8 weiteren Niederlassungen, sogar im Ausland. Trotz des Wachstums soll das familiäre Betriebsklima erhalten bleiben. Und auch das gehört dazu. Beim Fitnesstraining wird Patrick Schneider von seinem Kollegen Hergen Oltmann interviewt. Der macht später daraus ein sogenanntes Podcast für das firmeninterne Informationsnetz. Mit dem Podcast, den wir dann veröffentlichen, haben wir die Möglichkeit, alle zu erreichen. Das heißt, jeder Mitarbeiter, jeder Kollege ist immer auf dem neuesten Stand der Information, ohne sich dafür extra was aus dem Netz raussuchen zu müssen, sondern er bekommt es praktisch als kleine Radioshow dargeboten. Herzlich willkommen zur 4. Ausgabe des Eclipse Podcasts. Auf diese Weise bleibt auch Juan Flores an seinen Buchschreibtagen immer auf dem Laufenden. Und Klein David kann schon einmal sehen, was in der wunderbaren Computerwelt seines Vaters so alles möglich ist.